Ja, hallo zusammen. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu meine Kooperation mit anderen YouTubern mache. Und heute zeige ich euch, was ich mit dem Andy Tower zusammen geplant habe. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was der gemalt hat. Wir haben einfach nur abgesprochen, er fängt mit einem Bild an und ich mal weiter. Der Andy ist ein absolut super netter Typ. Der hat mir damals wirklich sehr, sehr geholfen, als mein Computer kaputt war. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, da konnte ich längere Videos nicht mehr rendern. Jetzt geht das alles wieder und der Andi, der hat mir da wirklich super geholfen. Und er hat auch einen ganz tollen YouTube-Kanal. Ich verlinke euch unten in der Videobox seinen Kanal sowie alle anderen Webauftritte, die er hat, auch bei Instagram. Also, wenn ihr ihm wirklich einen Gefallen tun wollt, dann abonniert ihn und denkt auch immer dran, die Glocke mit zu aktivieren. Dieses Glockensymbol, weil damit bekommt er dann immer eine Info, wenn er ein neues Video hochgeladen hat. Das gilt natürlich auch für meinen Kanal. Wer das noch nicht gemacht haben sollte, sollte das noch nachholen. Genau. Okay, jetzt schaue ich erstmal, was er mir geschickt hat. Ja, Andi, da ist dir echt ein super Werk gelungen. Und da hast du mir richtig eine Vorlage gegeben, wo ich jetzt wirklich Schwierigkeiten habe, mir zu überlegen, was ich da jetzt mache. Aber guck mal, das Spannende ist für euch jetzt mal relativ spannend, bei so einer Bildkomposition. Bild sieht richtig klasse aus. Es hat diese herrlichen warmen Farben aus dem Süden. Ne? Ich denke mal, könnte man zum Beispiel sagen Toskana. Ne? Und ja, wo ist denn das eigentliche Problem? Hier lässt der Andi die Mauer enden. Und hier vorne geht die Pflasterfläche aber weiter. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und kann hier es mir einfach machen und hier einfach nur eine Landschaft, die relativ fern ist, um ein bisschen tiefer, noch mehr Tiefe in das Bild reinzubekommen, malen, weil, hallo, was machen die Leute? Gehen die Treppe runter und fallen dann in die Landschaft rein, ne? Also das heißt, es will jetzt wohl überlegt werden, wie ich hier weitermache. Was ich halt gut finde von der Komposition. Die Fenster und die Türen, die gehen alle in eine Richtung, die blicken hier rüber und deswegen werde ich in jedem Fall hier Weite einfügen ins Bild, das heißt eine Landschaft, ne? Aber ich weiß noch nicht genau, was ich hier machen werde und hier diesen Teil hier, lieber Andi, den lasse ich dir frei, wie ich das zurückschicke. Da kannst du dir nicht dann selber mal Gedanken machen, wie es da weitergehen soll. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass hier ein anderer Teil von dem Dorf ist oder vielleicht ein Fluss, der hier durchmeandert. Da gibt es so viele Möglichkeiten oder mal ganz was anderes vielleicht, wenn man so eine politische Aussage treffen möchte, eine Autobahn, ja, die halt die Illusion von der heilen Welt zerstört. Es ist ja absolut eine Illusion, ne? Autobahn gibt es überall und diese Kombination gibt es ja auch überall. Okay, ich werde jetzt mal ein paar Sachen an dem Bild machen, um einfach mal zu zeigen, wie man mit solchen Bildern spielerisch halt noch weiter arbeiten kann. Und ich bin auch sicher, dass er da eine Menge rausziehen könnte. Ich habe das Video vom Andi gar nicht gesehen. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, was er sich dabei gedacht hat oder was er vermutet, wie ich weiterarbeiten werde. So, ich habe mir als Farben jetzt so ziemlich meine Standard limitierte Palette hier aufgebracht. Paintsgrau statt Schwarz, weil das nicht so extrem dunkel ist. Das passt halt hier ein bisschen besser dabei. Ultramarin, Cadmiumrot hell, lichten Ocker habe ich nur mit reingenommen, weil das ja hier so annähernd drin vorkommt, Cadmium gelb und Titanweiß. Pinsel, Gott, da habe ich jetzt einen ganzen Eimer voll, den seht ihr nicht, weil das Bildformat relativ groß ist. Und ich werde jetzt mal gucken, dass ich die Farben, die Palette so legt, dass ihr das Mischen so einigermaßen nachvollziehen könnt. Ja, ich habe ein weiteres Problem hier, dieser Busch, der ist ja vor dem, was dahinter ist. Das heißt, ich muss so ein bisschen den jetzt leider übermalen. Anni, tut mir leid, müssen wir so machen. Und ich nehme da so eine Farbe, ja, bläulich und viel, viel weiß. Das sind Berge, das sind weit weg. Gebe nur ein ganz klein wenig von dem Paintsgrau dazu, dass es halt nicht zu leuchtend ist, die Farbe. Die soll ruhig ein bisschen stumpf sein. Mal gucken, ob die dunkel genug ist. Fast ein bisschen zu hell. Der Anni hat den Himmel halt ein bisschen dunkler gemacht, als ich normalerweise mache. Ist absolut okay, weil der Himmel im Süden, ja, gerade wenn man so ein Wetter wie jetzt hat, natürlich schon stark knallt. Also, kommen wir der Sache langsam näher. Versuchen wir so ein bisschen um diesen Busch herumzumalen. Ich will es nicht allzu dunkel machen, weil
Das sind optisch zu sehr nach vorne kommt, also Gegenstände, die weit weg sind, die sind dann nie sehr dunkel oder sehr hell. Das ist also ein Grundprinzip der Landschaftsmalerei, die halt einfach mit unseren, mit der Realität, mit der physikalischen Realität halt übereinstimmt. Ne? Ich werde jetzt einen ganz kleinen Farbverlauf nach unten einfügen. Das heißt, die Berge werden nach unten in etwas heller. Könnt ihr in der Realität übrigens auch sehen. Macht es nicht hundertprozentig und einfach so ein bisschen zufallsgemäß, damit es halt nicht so gewollt aussieht, sondern wirklichkeitsnäher, ne? Realistischer. Dann würde ich sagen, dass ich hier vorne ja, so eine abgeerntete Ackerfläche vielleicht. Na, nee, ich glaube, ich muss eher ins Grün gehen, weil wenn ich jetzt hier einen Ockerton nehme, dann beißt sich der, beziehungsweise dann hat der viel zu wenig optische Distanz zu dem zu der Mauer hier. Das soll aber ein stumpfes Grün sein und dafür ist das lichte Ocker halt immer super geeignet. Da kommt immer so ein sehr schmutziges, stumpfes Grün raus, wunderbar. Das helle ich natürlich jetzt auf, weil das ist natürlich auch weit weg. Das ist jetzt schon sehr schmutzig. Da gebe ich ein bisschen was vom Cadmiumgelb dabei. Ich möchte nicht zu viel von dem Weiß drin haben, weil sonst habe ich das Problem, dass die Farbe wirklich sehr stark von der Brillanz verliert. Von da vorne kommt einfach noch mehr lichter Ocker, weil da kann ich es mir dann hier eher erlauben. Bisschen Weiß dabei, bisschen Cadmiumgelb. Seht ihr übrigens wie ein Trick, dieses Poolmischen. Seht, dass die Farben übereinander immer mischen und damit habe ich jetzt sehr gute Kontrolle. Dann weiß ich zum Beispiel, die Farbe, die ich jetzt gemischt habe, ist deutlich heller als die. Sie ist auch heller als die ich davor gemischt habe. Ein ganz einfacher Trick. Da seht ihr eben das Problem, ne? Farben sind sich jetzt sehr ähnlich, aber das ist nur ein ganz kleines Stück hier. Von daher ist es in Ordnung. Lass die Farben so ganz klein wenig ineinander laufen. Kommen hier so ein paar hellere Flecken noch rein. Ja, das sind so Erhebungen, die halt ein bisschen mehr Licht abbekommen. Seht ihr übrigens, wie die Farbe hier das Abdunkeln hier deutlich geändert hat und dunkler geworden ist. Ich werde im Anis-Teil noch ein ganz klein wenig mal eingreifen. Das darfst du übrigens, Anis, kannst du bei mir übrigens auch. Ne? Kannst du gerne noch Veränderungen vornehmen. Und zwar mische ich mir jetzt ein sehr dunkles Grün aus Paints Grau und Cadmium Gelb. Ihr könnt es auch mit Eisenoxid Schwarz und Cadmium Gelb machen, gibt einen sehr schönen Olivton, weil ich jetzt definieren möchte, wo das Licht herkommt. Der Andi hat es ein bisschen schon angedeutet, es kommt von rechts, deswegen sind ja hier auch die hellen Fronten und die Schatten hier. Ich möchte die Schatten hier noch tiefer haben. Damit klar ist, der Busch geht über die Mauer rüber und hier ist natürlich ganz wenig Licht. Für die Blüten mische ich jetzt auch nochmal, also ich füge hier Blüten ein. Der Andi hat da so ein paar vorsichtige kleine Blüten gemacht und ich möchte es noch ein bisschen akzentuieren, damit ich hier so einen Farbklecks habe, der den Blick, wenn es so rüber geht, so ein ganz klein wenig aufhellt. So, das ist relativ nah bei uns, das heißt, da darf ich ja wirklich hingehen. Ich probiere, kann nochmal das pure Cadmiumrot nehmen. So, ja, ihr seht, das ist ein Problem. Das Cadmiumrot ist halt nicht so ganz deckend, deswegen habe ich die Farbe jetzt sehr dick, also sehr pastos auf. Aber damit ich hier noch eine schärfere Grenze bekomme zum Hintergrund, werde ich jetzt die Oberseite der Mauer, die ja viel Licht abbekommt, tatsächlich mit reinem Weiß. Fast rein weiß. Ich mische ein bisschen was von dem Orange hier dabei. Nochmal deutlich aufhellen. Ja, shit happens. Die Speicherkarte war voll. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es aufgenommen hat. Dann habe ich hier die Kante von der Mauer noch aufgehellt, damit ich einen stärkeren Kontrast habe. Seht jetzt, dass die Mauer sich hier richtig klar abhebt. Und habe hier vorne noch ein kleines Mauerstück eingefügt, das aber etwas niedriger ist, einfach damit ich halt ein bisschen mehr Blick in die Ferne habe. Also wenn ich die Mauer hier vom Andi jetzt nach vorne verlängern würde, perspektivisch, seht ihr, die wird einfach einen Großteil von dem Bild abdecken und das sieht, finde ich, einfach nicht so toll aus. Ja, das Mauerstück läuft nach vorne natürlich perspektivisch ein bisschen auseinander, weil es ja auf uns zukommt. Der Andi hat das hier bei den Pflastersteinen ja hier auch schon ganz toll
vorgegeben. Hier unten muss ich die Kante noch ein bisschen weiter, also hier oben, hier unten, wenn nicht so viel Platz, perspektivisch ein bisschen breiter machen, mache ich gleich. Und hier habe ich den Übergang zwischen den zwei Mauerstücken hier übermalt. Da war ein durchgehender dunkler Strich, den habe ich jetzt weggemacht. Also ich hoffe, es ist nicht zu viel verloren gegangen. Jetzt muss ich erstmal das Mauerstück hier ein bisschen perspektivisch noch verändern. Warte mal, was ich natürlich machen könnte, ich könnte hier bei Andis Mauer anfangen und von hier aus breiter werden lassen. Haha, das ist natürlich auch ein Trick. Ist ja viel einfacher. Dann kann ich den oberen Teil meiner Mauer nämlich stehen lassen. Tete. Ganz schön viel Arbeit für so ein einfaches Bild, ne? Das ist auch, wenn ich Auftragsarbeiten bekomme, immer wieder. Manchmal wundern sich die Leute, dass es halt so wesentlich länger dauert als so ein Video. Und das seht ihr jetzt auch warum. Das ist jetzt ja ganz wenig, was ich gemacht habe. Ich habe hier das und die paar Sachen hier gemalt und bin jetzt schon, was ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde jetzt schon hier an dem bisschen dran, ne? Ich werde jetzt mal ein bisschen mit Paints Grau weiterarbeiten. Wenn ich es hier drunter mische, Paints Grau mit Ocker, gibt halt so einen leichten Grünton. Deswegen mische ich noch mal ein bisschen Rot dazu. Warum? Natürlich, weil es die Komplementärfarbe ist. Und damit bekomme ich einfach eine dunkle Farbe raus, die aber eben nicht grün ist, sondern zwischen Grün und Rot. Kann nur ein bisschen dunkler sein, aber für den Anfang reicht es, weil das kann man hier auch gut sehen. Bei dem Bildteil vom Andi, dass der in vielen Schichten da übereinander gearbeitet hat, und das mache ich jetzt halt auch. Achtet mal drauf, dass ich mit dem Pinsel von oben nach unten gehe, nicht irgendwie von rechts nach links. Das ist der Verlauf der Mauerfuge praktisch, den ich hier nachempfinde. Arbeite auch sehr trocken und jetzt nehme ich die gleiche Farbe hier in der Basis der Mauer, weil die soll jetzt einen Schatten werfen. Das Licht kommt ja von da, das habe ich hier definiert, das hat der Andi auch definiert durch den Schatten hier. Ja. Also muss ich hier auch auf dem Pflasterstein Schatten haben. Da mische ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Rot dabei. Das soll ein warmer, bräunlicher Schatten sein, auch da werde ich in Schichten übereinander arbeiten. So, jetzt arbeite ich ein bisschen mit dem purem Rot. Und da gehe ich jetzt auch nochmal im Übergang hier so ein bisschen in das rein, was der Andi gemalt hat, dass es halt einfach durchgängig ist. Kann man tatsächlich als Schattenfarbe verwenden, gibt es einen schönen warmen Farbton. Hier oben ist es vielleicht ein bisschen zu krass. Lassen wir es so, kann man lassen. So, und jetzt brauche ich hier noch eine klare Grenze zum Schatten auf dem Boden. Der ist mir ein bisschen zu dunkel geraten, den helle ich jetzt noch ein bisschen auf mit Ocker. Und damit ich jetzt wirklich eine klare Grenze habe, nehme ich mir einfach hier was von dem Paints Grau, mische noch ein bisschen was von dem Rot dabei, damit es halt nicht zu dunkel ist, und füge hier jetzt so eine dunkle Linie ein, die halt dann ganz klar die Mauer vom Pflaster trennt. Und dann werde ich jetzt hier oben nochmal deutlich aufhellen, ne, genau wie hier. Kommt da praktisch dann wieder eine zweite Farbe ins Spiel. Auch hier nehme ich wieder ein bisschen Ocker, lichten Ocker, ein bisschen was von dem Gelb und ein ganz klein wenig von dem Rot. Hier nochmal richtig hell machen. Vor allen Dingen an der Kante, ne? Also hier an der rechten Kante, weil ich den Kontrast zum Hintergrund noch möchte. Wobei der Andi natürlich jetzt das Problem hat, dass er hier so ein bisschen dran malen kann. Also kannst du ruhig drüber malen, ist kein Problem für mich. Hier ist es auch zu dick geworden, das kannst du dann ruhig nochmal übermalen. Also die Perspektive stimmt jetzt nicht so hundertprozentig, aber das kannst du alles gerne verbessern, kein Problem. Ja, hier ist so ein bisschen Türkis noch dran. Kriege ich mit meiner Palette nicht ganz hin. Ich werde einfach ein Grün mischen. Dunkles Grün. Bin ich schon ziemlich nah dran an dem Türkis. Hell ist ein bisschen auf mit Weiß. Dann habe ich auch die Farbe, die der Andi hier hat. Kann ja noch ein bisschen in den Schatten damit reingehen.
Ganz vorsichtig. Hier noch eine, auch noch eine Anstelle. Kühlingblau wäre jetzt nicht schlecht, aber habe ich gerade nicht da. Lass mal weg. Gott, was für ein langes Video für so wenig, ne? Aber ich bin noch nicht fertig. Ich werde noch eine Kleinigkeit mache ich noch. Dann ist aber Schluss. Und zwar gefällt mir der Hintergrund hier, das gefällt mir noch nicht so gut. Das heißt, ich gehe da jetzt mehr ins Gelbliche, und das sind da diese verdorrten Felder im Herbst. Ich möchte ein bisschen mehr diese Farbe haben, dass es etwas mehr leuchtet. Sieht so ein bisschen stumpf im Moment aus. Und ich gehe dann den flächendeckend drüber, weil ich halt auch durchaus möchte, dass die anderen Farben halt auch noch zu erkennen sind. Ich hatte ursprünglich überlegt, hier noch so vielleicht ein, zwei so Blumentöpfe drauf zu malen, aber ich lasse es jetzt erstmal, weil das Problem für den Andi ist ja, dass er dann drumrum malen muss. Und vielleicht macht er ganz was anderes, und dann passt es auch gar nicht mehr mit den Töpfen. Und das kriegt er jetzt zurück, und ich weiß nicht, ob er sich das Video anschauen wird. Wäre natürlich günstig, wenn nicht, weil dann könnten wir ihn dann noch überraschen damit. Ja, dann gucken wir mal, was weiter aus diesem Bild wird. Ich hoffe, ihr habt Spaß an so einer Zusammenarbeit, wenn zwei, vielleicht auch mal mehrere Künstler, Künstlerinnen an sowas arbeiten. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es auch irgendjemanden, den ich vielleicht mal eurer Meinung nochmal anschreiben soll. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Vielleicht habt ihr auch Lust, das nachzumalen. Dann müsst ihr halt immer zwischen Andis Kanal und meinem hin und her springen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.